Hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu Ni no Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Heute werden wir uns mal ein bisschen wieder mit dem Ausbau von Minneapolis beschäftigen. Wir haben ja einiges durch die Nebenquests und so auch einiges an Kronen. Königskronen heißen die, ne? Also an den K-Währung. Ich sag mal dazu verdient. Und wir haben neue, ziemlich viele neue Leute. Guck grad mal, ob jemand. Nee, okay. Wir haben für Kaserne, für Waffenschmiede, für Technisches Institut, für Waffenwerkstatt, Trainingszentrum. Ach du Scheiße, das sehe ich schon, das wird schon wieder nichts. Okay, hier haben wir erstmal natürlich wieder erforschten Spaß hier. Ich gucke erstmal nach der Forschung. Wenn ich nämlich alles Mögliche erstmal erforscht habe, dann kann ich ja auch die Gebäude upgraden und so. Deswegen erstmal Forschung gucken, ob da irgendwie was. Genau, Knuffi-Küche hat zum Beispiel auch wieder was geforscht. So. Okay, wir haben 6 Leute, die nicht zugeordnet sind. Das heißt, ich werde jetzt wohl 6 Leute finden müssen, die da nicht zugeordnet sind. Wie zum Beispiel der Bigel, der in das Mieterlabor will. Okay, Mieterlabor können wir machen. Magielabor, Mieterlabor, da. So, dann haben wir da auf jeden Fall nochmal Bigel mit dazu. So, Talente. So, mal gucken. Dann haben wir hier Davis im Trainingszentrum wieder rein. Kann er haben. Trainingszentrum Davis nochmal rein. Okay. So, sind noch 4 Leute. Josh in die Waffenwerkstatt. Technisches Institut, Waffenwerkstatt, Kaserne. Okay, Kaserne, Waffenwerkstatt und Technisches Institut. Kaserne, Waffenwerkstatt und Technisches Institut. Also Kaserne haben wir dann hier. Waffenwerkstatt. Was natürlich jetzt ein bisschen doof ist, weil die Waffenwerkstatt, da kann jetzt einer von den beiden rein, aber nicht beide direkt. Aber okay. Vielleicht später, ne? Ich meine mal, zwar ist hier die, wir machen einmal den upgraden. Damit wir hier nochmal sie reinstellen können. Und dann müssen wir noch das Technische Institut. Das kann eh upgegradet werden, also zack. Dann haben wir da auch noch fürs Technische Institut die jeweilige Dorme hin. Okay. Nein. Forschung. Da, Nahkampfwaffen. Dann erforschen wir hier mal die Nahkampfwaffen. Fernkampfwaffen. Entschuldigung, Fernkampfwaffen. So. Das ist ja Waffenwerkstatt. Genauso das auch. Atelier. Braucht ja den Meister in geschickte Hände. Und das haben wir ja noch nicht.
ist ja noch nicht so weit. Aber, wo ich nebenbei trotzdem mal gucken könnte. Gucke ich gleich. Genau, das ist das mit Meister in geschickte Hände. Hast du noch eine andere Forschung, die du eventuell machen kannst? Abgesehen von dem Nein, okay. Dann muss das halt warten. So. Forschungsbeschleunigung. Oha. Eine Forschungsbeschleunigung. Teilautomatisiert. Schön. Okay. Effiziente Knuffiküche. Effiziente Knuffiküche. So. Okay. Dann schauen wir mal. Das Schloss lassen wir als letztes. Den Schlosspark. Können wir den Schlosspark erweitern? Nee. Erst ab Stufe 3. Okay. Taverne zum Wohl. Können wir die erweitern? Ja, können wir. Dann erweitern wir schnell mal die Taverne. So. Dann den Hauptplatz. Können wir den erweitern? Könnten wir, wenn wir genügend Kohle hätten. Okay. Ach, ich mach mal so rum. Das ist Forschung. Du bist da eh komplett fertig. So. Trainingszentrum. Dann erweitern wir das Trainingszentrum. Ui, einen schönen Außenring herum. Und mehr EP für Talente. So. Atelier. Stimmt, das Atelier war ja das, was die geschickten Hände brauchte. Können wir aber trotzdem schon mal upgraden, damit wir eventuell andere Forschungen hier betreiben können. Hier Atelier Pavillon, weil, ne? Atelier und Pavillon. Dann kann er nämlich schon mal hier rüber kommen. Und wir können hier schon mal die Forschung anschmeißen. Technisches Institut ist gerade am Forschen. Nautisches Institut hat keine Forschung, kann allerdings auch nicht weiter ausgebaut werden. Gerade weil uns Kohle fehlt. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Dann muss das halt mal warten. Und ja, ich muss das alle, mach das alles nach und nach. So, dass wir erstmal alles, ich sag mal, auf 100% hochgedingst haben, bevor wir dementsprechend die, also hochgeforscht haben bevor und ausgebaut haben, bevor ich das Schloss upgrade. Kieselsteine schon wieder. Hm. Interesting. Okay. Dann wollen wir mal. Und zwar fangen wir gleich ganz unten an. Ein Salzstern war das, den wir da brauchen. Die Frage war jetzt, wo bekam ich den nochmal her?
weiß ich nämlich gerade gar nicht. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich so einen schon habe. Wenn nicht, dann halt nicht, aber ich guck mal. Ja, ein Stern, der sich in Wasser auflöst. So. Ja, habe ich sogar. Sternsalz. Das müsste der sein. Zack. Und schon haben wir das auch geschafft. Yay. Dann haben wir hier schon einige Quests abgeschlossen. Genau. Pipsella brauchte die Flügelknochen, die wir uns ja gekauft hatten beim Aufgabentypi da, Aufgabenexpress. Ja. Können wir auch gleich geben. Flügelknochen. Da, 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 da. So, und jetzt müssten wir auch schon wieder ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto haben, um dass wir weiter zum Nautischen springen können. Hä? Deswegen habe ich das jetzt gerade nämlich mal gemacht. Ach nee! Ah, haha, das war das Problem. Brauche Stufe 3. Deswegen. Okay. Die sind gerade am Forschen. Knuffi-Küche. Pfadfinder. Allzeit bereit. Pfadfinder sind komplett ausgebaut. Das ist gut. Wächteraltar. Was hat der Wächteraltar noch zu bieten? Achso, brauche auch Stufe 3. Magielabor. Das Magielabor. Okay. Und das Magielabor wird ausgebaut. Yay. Rang 3. Und wenn ich es richtig liege, müsste ich ja jetzt... Genau, alte Pracht könnte... Achso, Talent mit Allrounder. Da kann Cecilius mal dazukommen. Nämlich jetzt können wir die alte Pracht erlernen da. Was natürlich mega geil ist. So, Mieterlabor hat jetzt noch nichts, aber wird jetzt ausgebaut. Tada! Und hat jetzt wieder Forschung, und zwar Qualitätskontrolle und tieferhin neue Medizin verfügbar. Ist eigentlich beides geil, aber ich mach mal hier. So, dann das war das Meta-Labor. Dimensionslabor. Das Dimensionslabor an sich hat nichts an Forschung und wusch. Einmal Rang 2 und nahezu göttlich. Talent mit nahezu göttlich. Habe ich da überhaupt jemanden? Nahezu göttlich. Ich habe da gar keinen für nahezu göttlich. Müsste ich mir noch holen. So, da brauche ich noch. Da brauche ich noch jemanden, der mir da ein bisschen hilft. Hier, komm mal. Ne, 220, ne? Warte mal. Das ist dann natürlich ein bisschen doof. 220. Okay. Das lassen wir mal. Erstmal. Hier geht wieder. Sie geht, bleibt da. Das lasse ich erstmal, weil, na. Soll's doch nicht.
Weil sonst, dann werde ich später mal, Pudel und so mit reinziehen. So, und Penny's Markt wird abgegradet. Auf Rang 2. So, und wir können Penny's Markt gleich nochmal upgraden auf Rang 3. Sie hat ja eh keine Forschung hier mit drin. Deswegen, das, hier braucht jetzt Rang 3 für Dings. So, Restaurant. Das Restaurant. Gleich mal upgraden auf Rang Nummer 2. So. Auch er braucht jetzt Königreich Rang 3. Freilichtbühne. Können wir auch gleich mal upgraden. Spielt Musik. Einfluss ist deutlich zugenommen. Ja, auch ebenfalls jetzt Rang 3. Exorcismus. Also die braucht jeden Rang 3. Bergbau. Ist Bergbau 1 ist komplett. Finde ich ja mal nice. So, Bergbau 2. Wusch. So, Bergbau 2. Jetzt gucke ich mal bei Bergbau 3. Genau, kann auch noch mal upgraden. So. Schönes Ding. Zack, zack, zack. Jäger 1 ist fertig abgegradet. Jäger 2 kann nochmal einen Schuss mehr bekommen. So. Und Nummer 3 auch gleich. Weil je höher natürlich die ganze Geschichte ist, desto mehr Arbeitsplätze und auch mehr Materialien oder bessere Materialien lassen sie abfallen. Deswegen. Aha. So. Und dann schauen wir mal. Jäger, gemütlicher Bazar. Was hat der mit gemütlichem Bazar? Der kann auch. Wisch. Der gemütliche Bazar ist Max-Rang. Dann mache ich mal gleich weiter mit dem Bazar. Zack. So. Und dem Bazar auch gleich. So. So, das sollte erstmal so reichen. Und wir haben da drüben jetzt eine neue Quest freigeschaltet anscheinend. Zumindest ist da eine Quest und die holen wir uns jetzt mal schnell. Bei Carlo. Ja, moin, Carlo. Noch schon wieder. Nö. Showdown mit Ivan wollen wir nicht. Das will doch kein Schwein. So. Hier. Sind noch. Genau. Weil hier unten ist, gibt's ja noch den Prismen-Typi, der die Prismen haben wollte. Listen. Ja. Zwei sonnige Prismen. Right. Hab zwar jetzt mehr, als ich da
gedingst hatte, aber okay. Listen. So, Oxiderz wollen die jetzt haben. Will er jetzt haben. No way. Und tada! Susi bekommt einen neuen Kampfanzug. Hey! Gosh! So. Genau, den Bodysuit kriegt sie. Finde ich ganz ganz nice, dass er für ihr noch so ein Bodysuit gemacht hat. So. Dann gehen wir einmal in den Thronsaal natürlich rein. Weil die Folge ist zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht, hier bei Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs. Ja, und damit tschüss, ciao, euer Lewoski-san.